Mantras wirken subtil auf einer tiefen Ebene unseres Seins. Hallo und herzlich willkommen zu deinem Lebeglücklich-Podcast, dein Podcast für deine Seele. Mein Name ist Linda Giese und ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast. Als allererstes möchte ich mich für eure Anfragen bedanken, über meinen Podcast etwas zu vertonen, was uns durch die schwierige Umbruchszeit helfen soll. Und das möchte ich mit dieser Folge sehr gerne tun. Ich habe mich für ein Mantra entschieden, welches ich eigens für diese Folge aus der göttlichen Quelle gechannelt habe. In das Rezitieren eines Mantras sollten wir immer mit Demut und Respekt hineinsinken. Ein Mantra ist immer und zu jeder Zeit anwendbar und so häufig, wie es nötig ist, um deinem Geist Ruhe und Frieden zu schenken. Über dein Ritual des Sprechens transportierst du die energetische Information tief hinein in deine Zellen und kreierst darüber hinaus in deinem Lebensumfeld eine harmonische Frequenz. Beginnen würde ich gerne mit dem Om. Die gesamte Schöpfung entsteht aus dieser Schwingung. Sie ist die alle zugrunde liegende universelle Schwingung. Sogar wenn du in der Stille meditierst, kannst du in deinem Inneren den Klang des Om vernehmen. Das gesamte Universum schwingt im Om. Über das Rezitieren laden wir bewusst die höhere Energie ein, in unserem Leben zu wirken. Wir werden uns also erst einmal innerlich respektvoll einschwingen, bevor wir unser Mantra sprechen. Der Klang des Om besteht aus den drei Lauten A, U, M. Das ist eine heilige Silbe. Und mein Vorschlag ist, mach es so, wie es dir entspricht. Ob laut oder in Gedanken. Ein Om oder ein Mantra liegt immer jenseits des Leistungsdrucks und jenseits von richtig und falsch. Das Universum ist unmanifestierter Geist. Alles, was ich mit meinen Sinnen wahrnehme, entsteht aus diesem Geist. Ich bin die Wirkung. Und der göttliche Geist ist meine Ursache. Der höchste Geist, das reine Bewusstsein, ist die allgegenwärtige Schöpferkraft. Die Natur der allwärtigen Schöpferkraft ist Liebe, Glückseligkeit und Freude. Das höchste Wesen von allem, was existiert, ist Liebe, Glückseligkeit und Freude. Heute gebe ich den Widerstand gegen den allgegenwärtigen schöpferischen Geist auf.
Heute gebe ich mich der Liebe als meine Ursache hin. Heute gebe ich mich der Glückseligkeit als meine Ursache hin. Heute gebe ich mich der Freude als meine Ursache hin. Meine Hingabe ermöglicht es dem großen Geist in mir und durch meinen Geist friedvoll zu wirken. Du kannst dieses Mantra so oft wie du magst hören oder selbst sprechen, so oft dir danach ist, so häufig hintereinander wie dir danach ist. Es hat eine hohe Wirkung auf all das, was in dir und in deinem Leben geschehen wird. Möge es den größtmöglichsten Frieden in deinem Leben auslösen. Von Herzen, deine Linda.